Wir Schüler stehen am Ende der Nahrungskette. Wir haben nichts zu melden, nichts zu bestimmen und nichts zu sagen. Trotzdem werden wir von Autoritäten aufgefordert, um für unsere Interessen einzustehen und um für unsere Interessen zu kämpfen. Gut, wir versuchen es. Doch jeder Versuch kann mit nur einem einzigen Wort beantwortet werden, das uns wieder an unseren angestammten Platz in der Hierarchie zurückwirft. Wie ein Damoklesschwert schwebt ein Begriff über unseren Köpfen, ausholend zu einem Schlag, der viele früher oder später treffen wird. Zentralmatura. Wir müssen dieses und jenes können. Jede Kompetenz hat Vorrang vor allen anderen. Und das Wichtigste, jedes Fach ist das absolut Wichtigste. Es werden uns Dinge aufgezwungen, die uns belanglos erscheinen und die uns nicht interessieren. Es bleibt einfach keine Zeit mehr für die Dinge, die uns begeistern. Keiner denkt mehr weiter als bis zur nächsten Schularbeit oder zur nächsten Prüfung. Wir sind gefangen. Ohne Zweifel zwar in einem goldenen Käfig, aber er wird nur selten geöffnet, um die Freiheit des wahren Lebens zu fühlen. Doch er ist eben nicht fest verschlossen und die Gitterstäbe haben große Lücken. Genau darin liegt die Chance. Denn es gibt eine Welt außerhalb des Käfigs. Neben dem gesamten besagten Schulstress gilt es für den Schüler nämlich noch etwas wesentlich Differenzierteres als Differentialrechnung zu bewerkstelligen. Nämlich sich ein eigenes Weltbild, eine eigene, unvoreingenommene Meinung zu bilden. Das hat zur Abwechslung nichts mit der Schule zu tun und muss daher freiwillig geschehen. Weil es demzufolge nicht zwingend ist, wird diese doch beachtliche Aufgabe oft hinten angestellt. Dies ist der Grund, warum Jugendliche von der Gesellschaft oft als teilnahmslos oder desinteressiert eingestuft werden. Diesen Ball spiele ich jetzt aber einmal zurück. Viel zu viele erwachsene Menschen versuchen mitzureden, ohne einen gefestigten Standpunkt oder eine selbstgebildete Meinung zu haben. Je weniger Ahnung jemand hat, umso lauter verbreitet er die eigenen Ansichten, welche in diesem Fall meistens die der großen und bekannten Boulevardblätter darstellen. Zeitschriften wie diese schaffen es aber selbst nicht, von einem einzigen gewissen Standpunkt aus zu berichten. Sie passen ihre Aussagen und Prioritäten der Sensationsgier ihrer Leser an. Denen wiederum ist es grundsätzlich vollkommen egal, was sie zu lesen bekommen, solange möglichst der Ruf wichtiger Persönlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen wird. Ein Teufelskreislauf der Stupidität. Wir haben in der Geschichte bereits gesehen, wie Verhetzung die Menschheit in den Abgrund treiben kann. Für Verhetzungen sind aber nur die genannte Art der Menschen anfällig, denn sie sind bereit, Lügen zu glauben, ohne diese zu hinterfragen. Man kann behaupten, dass wir aus dem Vergangenen gelernt haben. Naive Menschen aber sagen, dass die Geschichte vergangen ist und so etwas, egal was, nie wieder passieren kann und passieren wird. Doch was geschieht im Moment in den USA? Erfreut sich nicht gerade dort, wo die Freiheit aller Menschen ein Synonym für eine ganze Nation darstellt, ein Politiker, der sich explizit gegen diese Werte ausspricht, einer immer größer werdenden Beliebtheit? Immer mehr Menschen unterstützen Donald Trump, ein Politiker, der sich selbst widerspricht, ohne dass sie sich ihre eigenen Gedanken zu seinen Aussagen machen. Ich habe schon jetzt genug von den Erwachsenen, die ständig zu allem nur Ja sagen, die mitreden, ohne zu wissen, worum es geht. Genug von den Erwachsenen, die sprechen, ohne etwas zu sagen. Ich habe genug von Menschen, die nicht bereit sind, Veränderungen anzunehmen. Genug von Menschen, die sich ständig nur verstecken und andere, die wirklich wichtigen Entscheidungen treffen lassen. Dadurch kann sich nichts ändern. Wir müssen nicht so sein. Wir dürfen gar nicht so sein, wenn wir zukünftige Probleme lösen wollen, um unsere Welt unversehrt an unsere Kinder weiterzugeben. Wir können anders sein. Alle in diesem Raum haben die Möglichkeit dazu. Ich stelle euch deswegen zwei Fragen. Wo ist unser Platz in der Gesellschaft? Oder wer sind wir? Es gibt zwei verschiedene Wege, die zu den Antworten auf diese Frage führen, Der erste birgt keine Schwierigkeiten, ist einfach und bequem, aber auch langweilig. Viele entscheiden sich für diesen, da man anderen folgen kann und sich keine Gedanken über die Richtung machen muss. Aber er führt nicht weit und schnell steht man orientierungslos im Nichts. Vom zweiten Weg wird man gefordert, vor Probleme gestellt, aber schließlich auch weitergebracht.
An den vielen Umständen, die er bringt, kann man wachsen, aber natürlich auch scheitern. Anders gesagt, zur Auswahl stehen eine asphaltierte, viel befahrene Straße, die aber schon nach wenigen Kilometern ihr Ende findet. Und ein Schotterweg, den man teilweise erst mühsam zwischen den Felsen suchen muss, der aber am höchsten Punkt mit einer unglaublichen Aussicht entlohnt. Ich will damit sagen, dass der Weg des geringsten Widerstandes nicht zielführend ist. Besonders in der Frage, wer man ist, gilt es, Hürden zu überwinden, um als gefestigte Persönlichkeit im Leben stehen zu können. Wir alle sind jung und intelligent. Jeder von uns hat in seinem Leben die Möglichkeit, etwas zu erreichen und zu verändern. Man kann sagen, wir sind die Zukunft. Das klingt beängstigend. Es klingt nach Verantwortung, die wir noch versuchen, möglichst fern von uns zu halten. Noch. Ich sage noch, weil ich weiß, dass wir früher oder später die Verantwortung übernehmen müssen. Das ist eine Tatsache. Es ist keine Bürde, sondern eine Ehre. Wir dürfen Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Wir dürfen die Zukunft sein. Eine Zukunft, die uns viel abverlangen wird, in der es Höhen und Tiefen geben wird, die uns Entscheidungen treffen lässt, über die wir uns freuen werden, aber auch welche, die wir bereuen werden. Um sich auf diese Herausforderungen vorzubereiten, ist es notwendig, kritikfähig zu werden, sich zu informieren, weltoffen, tolerant und interessiert zu werden. Nur so können wir die Dinge kritisch hinterfragen und aus allen möglichen Blickwinkeln betrachten, um schließlich zu einer eigenen, gefestigten Meinung zu gelangen, die es uns erlaubt, mitzureden, ohne als naiv oder ignorant angesehen zu werden. Kurz, um in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Ich will euch dazu auffordern, mit offenen Augen und offenen Gedanken durch die Welt zu gehen. Hinterfragt Gesagtes und nehmt nichts als gegebene Tatsache hin. Hinterfragt euch eure eigenen Gedanken. Warum denkt ihr so, wie ihr denkt? Nur durch diese Offenheit können wir uns abheben und anders sein. Der Weg ist geebnet und die ersten Schritte sind gemacht. Sie haben uns an eine Kreuzung geführt und nun können wir wählen. Asphalt oder Schotter. Jeder entscheidet für sich selbst.